Und damit herzlich willkommen zu Undertale, einem Spiel, das wir gespielt haben und jetzt weiterspielen und ab durch die Tür. Es ist so still. Ein langer Gang. Der lange Gang wird heller. Mein Gott, er wird noch heller. Er wird noch heller. Und jetzt, Endgegner. Bist du der Endgegner? Clever, sehr clever. Du denkst wohl, du bist besonders klug, oder nicht? In dieser Welt gibt es nur Töten oder getötet werden. Du hast es also geschafft, nach deinen Regeln zu spielen. Du hast das Leben einer einzelnen Person verschont. Hehehe. Froggit, dem Sohn Vegetoid Loks, Migosp, Molzmal. Denk über diese Namen nach. Denkst du, diese Monster haben Familien? Denkst du, sie haben Freunde? Jeder von ihnen könnte die Toril eines anderen sein. Egoistisches Gör. Wegen dir musste jemand sterben. Ja, aber von denen gibt's so viele und von Tori gibt's nur eine. Undertale, Übersetzung. Von Toby Fox. Nee, die Übersetzung kommt nicht von Toby Fox, aber ja. Okay. Soll ich noch speichern? Spielen wir jetzt Länder? Mensch, weißt du nicht, dass man Fremde grüßt? Dreh dich um und schüttle meine Hand. Der alte Trick mit dem Furzkissen in der Hand kommt immer gut an. Wie auch immer, du bist doch ein Mensch, nicht wahr? Das ist ja zu komisch. Mein Name ist Sans, Sans das Skelett. Eigentlich soll ich hier nach Menschen Ausschau halten, aber weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder, Papyrus. Er ist ein ägyptisches Stück Papier? Ist ein absoluter Menschenjagdfanatiker. Hey, wenn mich nicht alles täuscht, steht er dort drüben. Mir kommt eine Idee. Geh durch dieses Tor dort. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder hat sich am Abstand verschätzt. Schnell, versteck dich hinter dieser perfekten. Dieser praktisch geformten Lampe. Praktisch geformten Lampe? Ah! Weiß jeder, Bruder! Du weißt genau, was abgeht, Bruder!
Es ist 8 Tage her und du hast noch immer nicht deine Rätsel neu kalibriert. Du hängst nur außerhalb deines Postens herum. Was machst du überhaupt? Die Lampe anstarren. Sie ist wirklich cool. Willst du mal nachsehen? Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Was passiert, wenn ein Mensch hier vorbeikommt? Ich muss bereit sein. Ich möchte es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich werde deinen Menschen fangen. Dann werde ich, der große Papyrus, all die Dinge kriegen, die ich mir so sehr wünsche. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich der Königsgarde beitreten können. Die Leute werden fragen, ob ich ihr Freund sein möchte. Ich werde jeden Morgen in Küssen baden. Vielleicht hilft dir ja diese Lampe. Sans, du bist mir keine Hilfe, du fauler Knochen. Du hängst nur herum und schindest Zeit. Du wirst jeden Tag fauler und fauler. Hey, entspann dich. Ich habe heute wirklich sehr hart gearbeitet. Knochenhart. Oh, shit. Sans! Komm schon, du lächelst doch. Ja, und ich hasse es. Warum muss jemand Großartiges wie ich so viel für ein wenig Anerkennung schuften? Wow, klingt ja nach einem echten Knochenjob. Puh, ich werde mich meinen Rätseln widmen. Was ich dir für deine Arbeit rate, zeig ein wenig mehr Rückgrat. Hey. Okay. Okay, du kannst jetzt rauskommen. Du solltest besser gehen. Er kommt bald zurück. Und falls er das tut, musst du dir noch mehr meiner tollen Witze anhören. Es scheint eine Art Kontrollpunkt oder Wachposten zu sein. Aber hier liegen Flaschen mit Ketchup, Senf und anderen Geschmäckern. Ja, okay. Verzeihung. Wäre es nicht eigentlich sinnvoll, wenn er da lang gelaufen ist, ihm nicht hinterher zu laufen und zu verschwinden? Weil ich will ja keine Umstände bereiten, aber weißt du, mein Bruder war in letzter Zeit nicht besonders gut drauf. Er sah noch nie zuvor einen Menschen, also könntest du ihm helfen? Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er es versucht. Vielen Dank im Voraus, ich gehe schon einmal vor. Du gehst vor und das machst du, indem du zurückgehst. Keine Ahnung, muss ich da jetzt weiterlaufen oder muss ich zurücklaufen? Was war das denn? Habt ihr das auch gerade gesehen, dieses gelbe Ding am Boden? Naja. Ich gehe dann einfach mal den Weg weiter entlang. Nur eine praktisch geformte Lampe. Wohlgeformtheit dieser Lampe erfüllt dich immer noch mit Entschlossenheit. Oh, diese wohlgeformte Lampe. Es ist eine Kiste.
Du kannst Items hereinlegen oder herausnehmen. Die Kiste wird später wieder auftauchen, also musst du nicht zurückgehen. Mit freundlichen Grüßen, ein Kistenfan. Kiste verwenden? Ja. Handschuh benutzen. Handschuh ausgerüstet. Oh yeah. Es ist eine am Boden fixierte Angel. Möchtest du sie einholen? Am Ende ist nur das Foto eines komischen Monsters angehängt. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du entschließt dich, nicht anzurufen. Du legst den Zettel zurück. Das ist eine am Boden fixierte Angel. Möchtest du sie einholen? Ja. Aber das ist nur das Foto eines komischen Monsters angehängt. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du entschließt dich nicht anzurufen. Ja. Sehr interessant. Also, was ich über an dein erzählte. Oh mein Gott, ist das ein Mensch? Naja, ich denke, das ist nur ein Stein. Oh. Hey, was ist denn das vor dem Stein? Oh mein Gott, ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott, Sans, ich hab's endlich geschafft. Andein wird. Ich werde so beliebt. Mensch, du wirst dieses Gebiet nicht durchqueren. Ich, der große Papyrus, werde dich aufhalten. Dann werde ich dich fangen. Du wirst in die Hauptstadt gebracht. Und dann bin ich sicher, was als nächstes passiert. Wie auch immer. Geh nun weiter, wenn du dich traust. Nun, das ist gut gegangen. Mach dir nichts draus, Kind. Ich halte meine Augenhöhlen offen. Okay. Ring, ring, ring. Oh mein Gott, Hilfe. Ich möchte eine, Pizza bestellen. Mit, der Belag ist, ich habe es kopiert, ich füge es einfach ein. Dein Handy ist zu alt, um Texte zu empfangen. Zeichen für Zeichen wird das Akri-Art eines Anime-Catgirls laut vorgelesen. Okay. Klick. Was auch immer. Snowdrake fliegt herbei. Aufs Maul. Willst du Lawinen genommen? Was? Snowdrake stellt fest, dass sein eigener Name ein Wortwitz ist und flippt aus. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Der ist schon alt.
lasst über Snowdrakes Witz. Aha, lachen. Fahrt hat und recht. Lasst über Snowdrakes Witz. Du warst siegreich. Nur XP und 20 Gold erhalten. Auf diesem Karton steht etwas geschrieben. Du untersuchst den gut gebauten Wachposten. Du grübelst, wer ihn gebaut haben könnte. Ich wette, es war dieser wirklich sehr berühmte Konix, was Notiz, nicht ganz so berühmte Konix war. Keine Bewegung. Oh yeah, move. Hat sich etwas bewegt? War das meine Einbildung? Ich kann nur Dinge sehen, die sich bewegen. Wenn sich etwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, stelle ich sicher, dass es sich nie wieder bewegt. Dabo stellt sich dir in den Weg. Dabo streichelt. Dabo kümmert sich zu sehr um deine Bewegungen. Bewege dich nicht. Bewegung! Bewegung! Doggo! Angriff 13, Verteidigung 7, begeistert von Bewegungen, Hobbys Eichhörnchen. Bewegung, doch keine Bewegung. Ah, blaue Sachen sind also, wo man sich nicht bewegen darf. Doggo kann nichts finden. Du streichelst Doggo. Was? Ich wurde gestreichelt. Doggo wurde gestreichelt. Du streichelst Doggo. Woher kommt das? Wo? Doggo wurde gestreichelt. Nochmal. Es hört einfach nicht auf. Gründlich. Okay. Nochmal. Okay, das reicht. Doggo wurde gestreichelt. Okay, das reicht. Okay. 30 Gold dafür. Etwas streichelte mich. Etwas, das sich nicht bewegt. Ich brauche erstmal ein paar Hundeleckerli. Okay. Jemand hat Hundeleckerli geraucht. Hey, ich habe ein paar sehr wichtige Informationen für dich. Mein Bruder hat einen sehr speziellen Angriff. Wenn du einen blauen Angriff siehst, beweg dich einfach nicht. Ich verrate dir, wie du es dir am besten merkst. Stell dir ein Stoppschild vor. Du musst davor anhalten, richtig? Stoppschilder sind rot. Stell dir einfach ein blaues Stoppschild vor. Einfach, nicht wahr? Wenn du kämpfst, denke an blaue Stoppschilder. Norden Eis, Süden Eis, Westen Eis, Osten Stadt Snowden. Und Eis. Hallo. Oh, hallo. Ich bin ein Schneemann. Und möchte die Welt sehen. Doch ich kann mich nicht bewegen. Wenn du so freundlich wärst, Reisender, dann bitte ich dich. Nimm einen Teil von mir und trage ihn bei dir. Okay. Danke, viel Glück. Du erhältst das Schneemannteil. Wie geht es mir? Mit mir meine ich das Stück, das ich dir gab.
Will ich wissen, was er mir gegeben hat? Du bist so faul! Du hast die ganze Nacht ein Nickerchen gemacht. Bestimmt. Das nennt man schlafen. Ausreden, ausreden! Oho! Der Mensch ist angekommen, um dich aufzuhalten. Haben mein Bruder und ich eine Rätsel erstellt. Ich denke, dies wirst du ziemlich schockierend finden. Mein armer Hals. Ja, schockierend finden. Siehst du? Das ist das unsichtbare elektrische Labyrinth. Wenn du die Wände des Labyrinths berührst, wird dir diese Kugel einen Stromschlag verpassen. Hört sich das nicht nach Spaß an? Denn der Spaß, den du haben wirst, wird ja klein sein, denke ich. Okay, du kannst jetzt weitergehen. Hans, was hast du getan? Ich denke, der Mensch muss die Kugel halten. Oh, in Ordnung. Halte das bitte. Okay, versuch es. Unglaublich, du schlauer Fuchs. Du hast es so einfach gelöst. So einfach. Wie auch immer. Das nächste Rätsel wird nicht mehr so einfach sein. Mein Bruder Sans hat es gebaut. Du wirst sicherlich verwirrt sein. Ich bin es nämlich. Bist du hier gerade rückwärts aus dem Bild geflogen? Hey, ich danke dir. Mein Bruder scheint Spaß zu haben. Nebenbei bemerkt, hast du sein komisches Outfit gesehen? Wir haben es vor einigen Wochen für ein Kostümparty gebaut. Seitdem hat er nichts anderes getragen. Er nennt es seinen Kampfanzug. Och Mann, ist mein Bruder nicht cool? Ja, kann sein. Hallo? Ich verstehe nicht, warum es sich einfach nicht verkauft. Es ist das perfekte Wetter für etwas Kaltes. Oh, ein Kunde! Hallo, möchtest du ein wenig Nice Cream? Das kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 105... Nee, ach nee, das ist ein G und keine Null. 15 Gold, ja. Hier, bitteschön. Einen schönen Tag noch. Du erhältst eine Eiscreme. Ist richtig nice, diese Creme. Was ist das? Violett, selbst als du dich eingesperrt gefühlt hast, hast du dennoch nicht aufgegeben. Du erhältst 2G. Sieht aus wie ein Schneeball. Tatsächlich ist es ein Schneedicker, der... Was? Sans kann sich teleportieren. Ich
dachte mir, ich könnte auch etwas verkaufen. Willst du gebrannten Schnee? Gebratenen Schnee? Nur 5? Ja, okay. Sag nicht 5, ich meine 50. Wirklich? Wir kriegen 500. Ich muss auch das Rohmaterial irgendwie bezahlen. Iris. Dufteinstufung. Schneeduft, Schneemann. Weiße Bewertung kann gelb werden. Unverdächtiger Duft, Welpe. Blaue Einstufung. Duft des Herumtollens. Komischer Duft, menschlich. Grüne Einstufung. Unbedingt vernichten. Seines. Iris. Na gut. Keine Ahnung. Hallo. Mensch, ich hoffe, dass du bist bereit für... Sans, wo ist das Rätsel? Es liegt gleich dort auf dem Boden. Vertrau mir. Er wird es niemals bewältigen können. Monster-Kids-Wortsuche. Hey Kinder, könnt ihr bei der Lösung helfen? Okay. Ice-E. Was? Sans, das hat doch gar nichts bewirkt! Ups. Ich wusste, ich hätte lieber ein Kreuzworträtsel nutzen sollen. Was, ein Kreuzworträtsel? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Meiner Meinung nach sind Kinderwortsuchen am schwierigsten. Was, ist das dein Ernst? Diese kinderleichte Spielerei? Das ist für Kleinkinder. Unglaublich. Mensch, löse unsere Debatte. Was ist das schwerer? Die Wortsuche auf jeden Fall. Haha, ja. Menschen müssen sehr schlau sein, wenn Kinder Wortsuche für sich auch schwer sind. Danke, das mit der Kinderwortsuche hat mein Bruder beruhigt. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. Danke, dass die Maus eines Tages ihren Weg finden könnte, Spaghetti zu kochen. Nee, einen Weg finden könnte, Spaghetti zu kochen. Das erfüllt dich mit Entschlossenheit. Es ist eine Notiz vom Papyrus. Mensch, bitte genieße diese Spaghetti. Du weißt ja gar nicht, dass das eine Falle ist. Nur um dich zu ködern. Du wirst so mit dem Essen beschäftigt sein, dass du keinen Fortschritt erzielst. Erneut ausgetrickst vom großen Papyrus. Papyrus. Das ist eine ausgesteckte Mikrowelle. Alle Einstellungen zeigen Spaghetti. Es ist ein Teller mit gefrorenen Spaghetti. Er ist kalt und klebt am Tisch fest. Ach, ist auch wieder so nett. Meine Stimme schmiert aber ein bisschen ab. Aber ich muss weitermachen. Und deswegen sage ich jetzt bis zum nächsten Part von Undertale und ja, bis wann auch immer ich den nächsten Part hochlade. Bis zum nächsten Video, das ihr euch anguckt.